Hallo Menschen, und damit heiße ich euch endlich, endlich, endlich willkommen zu Bioshock 2. Ich hatte reichliche Probleme, dieses Spiel zum Laufen zu bringen, Singleplayer. Und zwar habe ich Bioshock einmal natürlich im Original hier mit CD bei mir. Bloß meinte das Spiel jedoch, nachdem ich es installiert habe, ich bin nicht mal hier in dieses Hauptmenü, das ihr jetzt hier seht mit neues Spiel, Spielern, Optionen und so weiter. Bin ich nicht mal reingekommen. Das Spiel meinte, nö, das ist Minecraft. Nö, den lassen wir nicht. Nein, 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 den lassen wir das nicht starten. Und jetzt mal ist das Spiel abgeschmiert. So. Maßempfindlichkeit 4.0. Okay. Tasten zuweisen. Ja. So, ich werde erstmal ein paar Änderungen vornehmen, weil ich habe schon gesehen, die Einstellung, die gefällt mir nicht wirklich. Ausrüstung, da mache ich das lieber jetzt. Waffen nachladen, ja. Waffe abfeuern, Maus links. Nächste Munition, Maus Mitte. Kommt, dann machen wir B. Und nächste Munition, vorherige N. Zum Umschalten, T. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kommt, dann zum Umschalten, dann nehme ich die Shift-Taste. Ausrüstung 2. Plasmid, Maus rechts, nächstes Plasmid Q, voriges Y, F1 bis F8, 8 Plasmiden? Wow, okay. Hacken und Ausbeuten, nicht belegt, machen wir V. Benutzen und Adoptieren machen wir E. Waffenangriff, Attacke und Bohrersprung, Waffengriffattacke, ach so, und Bohrersprung. Ne, da machen wir die Umschalttaste. Ausrüsten 1 zum Umschalten. Doch, machen wir T. Ausrüstung 2, verschiedenes hier. Erste Hilfe machen wir F. Lese neuestes ungelesenes Tagebuch ab mit L. Karten anzeigen M. Schnellspeichern gefällt mir auch nicht. Da machen wir F8 und hier F9. Scout-Modus beenden J und Telekinese-Schild Alt lasse ich mal. Gut, Belegung speichern wir mal. Wie gesagt, ich hatte jede Menge Probleme, dieses Spiel überhaupt zum Laufen zu bringen. So, SFX noch. Ich habe dazugelernt bei Bioshock. Da machen wir 5. Musik machen wir mal die 6. Sprach machen wir 10. Da, das machen wir aus. Anwenden. So. Spieloption noch. Untertitel Dialoge an oder aus. Doch, mache ich diesmal an. Objektschimmern an. Nützliche Objekte highlighten. Soll ich das an, oder? Wieder Chambers deaktiviert. Oha, okay. Lass ich mal. Oder halt. Nützliche Objekte highlighten an. So. Wird passen. Also wie gesagt, bei der gekauften Version bin ich hier überhaupt nicht gekommen. Jetzt habe ich hier, ich zeige es ganz kurz, die Steam-Version. Und in der Hoffnung, dass es funktioniert. Also ich bin jetzt schon mal bis ins Hauptmenü gekommen. Und das ist wirklich schon mal verdammt viel wert. Hier stand ein neues Spiel auf dem Schwierigkeitsmittel und ich halte jetzt die Klappe. Nach dem Ladebildschirm. Splicer ist die Bezeichnung für jene Bewohner von Rapture, die ihren Verstand durch die übertriebene Einnahme von Plasmiden ruiniert haben. Und zum Fortfahren die Leertaste drücken. How epic. 1958, 2 Jahre vor Bioshock 1, unter dem Atlantischen Ozean. Daddy, das bist du. Komm, wir gehen spielen, Daddy. Noch mehr Engel, Daddy. Komm mit.
Sehr schön. Er ist jetzt keine Gefahr mehr. Dies ist nicht deine Tochter. Verstehst du, was ich sage? Ihr Name ist Eleanor. Und sie gehört mir. Und jetzt knie nieder, bitte. Gentlemen, nehmen Sie ihm den Helm ab. Sehr gut. Nimm die Pistole. Halte sie dir an den Kopf. Feuer. Bioshock 2. Zehn Jahre später. Hallo? Wer bist du, der diese Geisterstadt zum Leben erweckt? Mein Name ist Tenenbaum und ich brauche dringend deine Hilfe. Bitte such mich in der Bahnstation des Atlantic Express. Und damit heiße ich euch noch einmal herzlich willkommen zu Bioshock 2. Ich habe jetzt schon eine Gänsehaut von dem Intro. Wir spielen einen Big Daddy, auch noch eine Rosie-Einheit. Aber warum haben eine Rosie-Einheit auf einmal einen Bohrer? Und was mir jetzt schon mal nicht gefällt, sind doch die Audio-Untertitel. Anwenden. Spieloption. Untertitel, Dialoge. Aus. Also. Ja. Also wie gesagt, gefällt mir schon mal nicht, aber ich glaube, das dürfte ich auch nicht nötig haben. Mir ist schon aufgefallen. Vita-Chimper, okay, haben wir gleich hier. Schade, wir können uns nicht mehr beobachten. Was ich jedoch schon mal gleich anmerken will, wir haben wieder unseren Helm auf. Vielleicht haben die Herren Splicer und die Frau Lamp, die hier, die uns die Pistole gab, vielleicht haben die uns den Helm wieder aufgesetzt. So, schauen wir mal. Adonis Luxury Resort sind wir jetzt hier, okay. Was haben wir hier? Die Vita-Chamber bringt sie ins Leben zurück. Werbung. Aha. Ja, das kennen wir ja mittlerweile. Babylon ist gefallen. Wahrscheinlich Rapture. 10 Jahre später, also 1958, haben wir eine Kugel in den Kopf bekommen. Oder verpasst. Und lass mal hier alles kaputt machen. Und jetzt auf einmal, 10 Jahre später, erwachen wir. Wir sind doch nicht tot. Gutes Zeichen, schlechtes Zeichen? Ich weiß es nicht. So. Jetzt aber mal weiter. So, erstmal hier noch und da noch und hier noch. Oh. Hey, Little Sister. So, da wir eigentlich ein Big Daddy sind, können wir eigentlich doch Little Sister holen, oder? Und ach, geil. Wenn wir unter das Wasser kommen, dann gibt es dieses dumpfe Geräusch. So. Drücke, um die Korallen zu zertrümmern. Ja, das mache ich ja die ganze Zeit. So. Und drücke C, um dich zu ducken. Big Daddies können auch ducken. Oh. Was zum... Ja. Adonisbäder. Gibt es hier... Ah, der Schatten sieht ja mal geil aus. Michael Jackson-Style irgendwie. Hier unten unsere Plateauschuhe, dann hier die lange Jeans. Und hier unsere Ausrüstung mit dem herzallerliebsten Zahnarztbohrer. Okay, das will ich jetzt mal kurz sehen. Wir schlagen zu, aber wir geben nur so einen kleinen minimalen Stoß ab. Naja. So, können wir hier eine Runde... Lamp sieht alles. Also wir können, glaube ich, nicht eine Runde planschen gehen. Wasser ist nicht tief genug. Na, nope. Gut. Hier haben wir auch wieder einen Lüftungsschacht. Kann ich mir wirklich keine Little Sister holen? Offensichtlich nicht. Vielleicht später.
Drücke M und halte, nee, drücke und halte M, um einen Tipp zu bekommen, wenn du nicht weiterkommst. Ich komme schon weiter, ich will mich nur umsehen. Was haben wir hier? Dosenfleisch? Bohrertreibstoff? Okay. Was haben wir hier noch? Bis jetzt nur Dosenfleisch. Aber wenigstens mal was anderes. Keine Kartoffelchips mehr. Ich brauche das. Verstehst du? Bah. Wie? Was zum... Hä? Tod oder lebendig? Wo ist der Unterschied? Ja, ist der Unterschied. So, was war denn das hier gerade? Liedheadsbleiser. Jetzt schon. Klingt ja verlockend. Kennen wir ja schon die Werbung. Elektrobot elektrifiziert ihr Leben. Plasmid-Werbung. So, schauen wir doch mal. Also hier gibt es auch sogar Dosenbun. Und gleich 3 Dollar schon mal. Einheit und Metamorphose. Vielleicht schon mal 3 Dollar kassiert. Ist gar nicht mal schlecht. Was gibt es hier? Was? Eve Dispenser? Ein Eve Spender? Ach, hör auf. Du hast deine E-Spritze erhalten. Wenn dir das Eve ausgeht, benutzt du die Spritze automatisch, um es wiederherzustellen. Kennen wir ja mittlerweile. Ich kann, denke ich mal, auch so Eve... Ah, schön. So, nee, ich kann die also mehrmals benutzen. Aber ich denke mal, ich kann auch Eve manuell nachladen, aber wir haben Eve-Spritzen. Werde ich mir die Spritzen wieder injizieren auf eklige Art und Weise, dass ich hier mal kurz hier eine veraidste oder eine HIV-Eve-Spritze mir hier mal kurz so durch die Adern schieb oder... So, dann... Wie? Maximum erreicht Eve-Spritzen... Ist nicht wahr, nur 5 Eve-Spritzen? Ach komm. Bohrertreibstoff. Dann kriege ich wahrscheinlich auch nur 5 solche Erste-Hilfe-Kästen. Vater. Wow. Was? Hop-up-Cola. Trinken wir doch mal einen Schluck. Passiert ist aber nichts. Was haben wir hier? Eine verkohlte Leiche mit 3 Dollar. Schon 6 Dollar. Und wir sind schneller reich geworden als bei Bioshock. Glaube ich zumindest. I'm not sure. Ich weiß es nicht. So, gehe ich mal hier rüber. Was haben wir hier? Hier haben wir... Leck mich. So, was haben wir hier noch? Werbung für Tonikung. Slim down. Sounds like you need to slim down. Hebe die Plasmidampulle auf. Ja, da schaue ich gleich mal. Was haben wir hier? Was? Zigaretten rauchen. Okay. Ja, ist ja klar, aber ich habe gerade eine Zigarette geraucht. Du hast doch den Helm auf. Seit wann kann der rauchen? Bestimmt hat das so eine Luke, wo er alles öffnet und sie sich ja die Dosenbohnen, Dosenfleisch, dieses Cola da so reinpfeffert und ja. Gut. Was? Von Eleanor. Bitte beeil dich, Daddy. Och, ist das süß. Was hier von Garvas Garten? Elektroball, Plasmid nehmen, kennen wir ja mittlerweile, aber mal schauen, wie das aussieht. Okay. 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 Schlafen. Ganz, ganz lange. Und Eleanor hat dich vermisst. Finde sie, dann geht es dir besser. Wow! Ey, ist nicht wahr. Drücke Rechtsklick, um ein Elektrobot aus den Fingerspitzen zu schießen. Ja, das mache ich gleich mal. Wenn ich das schon mal so anmerken darf. Alter, gleich die ganze Hand so...
Ah, das sieht geil aus. Und wir spielen also nicht Jack, wir spielen eine Rosie-Einheit, der mit Laspin umgehen kann. Jetzt bin ich mal gespannt. Rechtsklick also. Wow, scheiße, haben die eine Reichweite, oder? Das will ich jetzt mal kurz sehen. Haben die? Tatsächlich. Okay, nach 3 Schuss ist Schluss und... Ach, hör auf! Nochmal. Nochmal. Alter, das ist geil. Der drückt da auf den Knopf und das ganze Eve, das er gesammelt hat, pumpt er dann da so durch. Alter, wie geil ist das denn? Da sind Schläuche verbunden. Ey, ey. Ah, geil. Geil. So, was haben wir hier? Fackelsplicer, wo tot ist. Hat keinen Nützen mehr. Kann ich jetzt eine Little Sister? Kann ich nicht. Ich werde den Altar sagen, deine Gerichte sind wahrhaft und gerecht. Oh, Herr. Ja, ja. Und tschüss. Alter, dann halt die Klappe. Und hier, friss Bohrer. Ich bin dein Zahnarzt. E-Spritze und Bandagen. Gesundheit durch Bandagen gewonnen. So, Arschbombe. Okay, das nächste Mal keine Arschbombe. Fackelsplicer. Frischwasser und 4 Dollar. Eve durch frisches Wasser gewonnen. Aha, okay. So. Schauen wir mal. Oh. Ein Tonbandgerät. Sammle ich noch nicht auf. Erstmal will ich gucken, was es da hinten gibt. Bei Plasmidtherapies. Hier gibt es doch nämlich was. Nämlich das hier. Was? 1540. Code eingeben. Ja, steht sogar hier dran. Das ist geil gemacht, dass es gleich hier dran steht. 1540 annehmen. Tada. Oh. Bandagen. Dosenfrüchte. Alter. Oh. 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 Ich bin mir nicht sicher, ob es die unzensierte Version ist. Wow. Ach so, okay. Gut. Ein paar Dollar. Ein paar Dollar. 14 Dollar und schon 32. So. Bohrer Treibstoff. So. Maximum erreicht. Okay. Fitness. Mein Twer. Mein Mann ist ein totaler Idiot. Wirft sein ganzes Geld für Gin Tonica raus, um nur ja körperlich fit auszusehen. Das ist dann seine Ausrede, wieso er den ganzen Tag auf seinem Intern sitzt und Hörspiele im Radio anhört. Steven, sag ich immer, wenn du fit werden willst, geh ein paar Runden mit mir schwimmen, auf die altmodische Art. Es ist dein Geist, der verkümmert. Vielleicht schmuggle ich ihm in Zukunft ein paar Brain Booster unter seine tägliche Dosis. Und seitdem arbeitet er bei OGM. Schön. Gut, also da war jemand nicht begeistert von der Idee, mit Gen Tonikas Fitness zu betreiben. Ah ja. Deswegen hat Steves Freundin dazu gesagt, mach's auf die altmodische Art und seitdem sieht Steve wirklich so gut aus. So, erstmal nachladen und die Spritze nehmen. So, schauen wir mal. Hier haben wir das nächste Tumbagerät. Achtung, Arbeiter, meint wer? Lektion 1, ihr Superklempner. Ihr befindet euch jetzt unter dem Meer. Wenn ihr das sanfte Pochen von Wassertropfen auf eurem Helm hört, seid ihr schon gefeuert. Lektion 2, ihr könnt tote Generatoren mit einem direkten Funken starten, aber bitte erst die Gäste aus dem Pool scheuchen. Die Herren Geldsäcke erschrecken sich, wenn sie Arbeiter sehen, die Blitze schleudern. Kapiert?